Hi! Hallo, hallo! Schön, dass ihr da seid zu einem neuen Video. Heute mal einfach mal wieder so face to face. Wir wollen mit euch ein bisschen quatschen über Bali, wo wir einen Monat waren jetzt. Ja, wir haben viel erwartet und schauen wir mal, was dabei wirklich rausgekommen ist. Ja, wir haben echt extrem viel erwartet, auch weil alle immer wieder sagen, ja, Bali, endgeil, totaler Hotspot und so. Und ja, Hammer für Digitalnomaden, Schön zum Arbeiten und mega Reisfelder und so. Also wir haben uns extrem drauf gefreut. Und ja, wie es dann in der Realität war, nein, schon mal, die Realität war schon, es war auch cool. Also ja. So ist es jetzt nicht. Aber es war anders als erwartet ein bisschen, gell? Also wir waren nur für euch zur Info. Aber das mit den Reisfeldern, das war wirklich so. Das ist echt cool. Ja, das ist echt schön. Aber nur zur Info, wir waren in Ubud. Also wir sind nicht rumgereist oder so. Was wir vielleicht beim nächsten Mal gerne tun würden. Aber wir waren einfach an einem Ort in Ubud, weil wir halt eben in der Zeit auch ein bisschen was arbeiten mussten und so oder wollten. Ja, wir hatten sogar eine ziemlich stressige Arbeitsart. Also wir mussten abliefern, weil wir einen Produktlaunch hatten. Von unserer Business-Schule. Genau. Und deswegen war es sehr, sehr wichtig auch, immer gutes Internet zu haben und einfach gute Arbeitsbedingungen, ja, dass man da einfach irgendwie Zeit hat und Platz hat und Entspannung hat und so. Und das ist eigentlich auch so eine Sache, die uns ja negativ überrascht hat, weil wir eigentlich dachten, gerade Bali und Ubud, viele Digitalnomaden sind da, aber es ist wirklich extrem schlechtes Internet gewesen. Ich weiß nicht, ob es in der Zeit war, wo jetzt wir da waren. Nee, das generell, das haben die doch auch gesagt zu uns. Ja, also wir hatten echt Schwierigkeiten, Videos hochzuladen. Das hat teilweise 5 Stunden gedauert, wo es sonst nur, weiß ich nicht, hier in Kuala Lumpur braucht es 10 Minuten oder so. Ja, okay, das wäre aber noch nicht mal das ganz so krass Schlimme, weil ich meine, hier in Kuala Lumpur ist heftig, ne? Das ist ja 100 Megabyte. Ja, wir haben 100 Megabyte und dort in Bali hast du eigentlich immer nur so 2 Megabyte. Ja, das ist eben das Krasse. Also langsames Internet, mein Gott, ja. Also zum Hochladen. Aber das Problem ist auch, wir mussten Live-Webinare machen und so weiter. Und dafür ging das gar nicht. Wir mussten dann über einen Hotspot reingehen. Auch da war es nicht so gut. Und das Krasse ist, selbst diese Coworking Spaces, da habe ich nachgeguckt, auch die haben so schlechtes Internet. Und wir haben dann ein Restaurant gefunden, das Sayuri, wo wir 30 Megabyte Internet hatten und wo es echt schnell war. Und da mussten wir halt dorthin immer, um irgendwie was hochzuladen. Also das war schon so ein negativer Aspekt, ne? Aber das Krasse ist... Ja, also dieser Juri, zum Glück gab es das. Ja. Das gab es auch mega gutes Essen. Also, ja. Das war auch eine Sache, wo wir uns total drauf gefreut haben, auf das Essen und Rohkost und healthy und so weiter. Und das hat sich auch voll bewahrheitet, finde ich, ne? Also das Essen, die Auswahl dort und wirklich an jeder Ecke vegan und auch vom Preis her okay, klar teurer, als man es sonst kennt aus Asien, aber voll in Ordnung immer noch. Ja, es war ein Schlemmerparadies. Also ich habe mich wirklich noch nie in so einem Himmel gefühlt. Also wirklich, es war so köstlich, so lecker, so frisch alles und... Und abwechslungsreich. Es gab irgendwie alles, gell? Also von veganer Gourmet-Rohkost, wirklich, also die traumhaftesten Gerichte, Lachsbrötchen, ja, also mit so einem Smoky-Salz, was war das? Irgendwie so Rauchsalz. Ach so, mit Liquid Smoke und so gemacht. Das war so köstlich, wirklich. Ich war süchtig danach. Ja, aber auch vegane Pizza, vegane Pancakes. Alles, was man sich wirklich irgendwie vorstellen kann. Und natürlich indonesisches Essen halt auch. Und das ist auch wirklich sehr günstig, das indonesische Essen. Also wir hatten da so einen Warung, wo wir gern hingegangen sind. Der war echt sehr, sehr günstig. Also vom Essen her absolut top. Und würde ich auch wieder hinfahren so zum Essen, so 5-6 Tage. Genauso Massagen waren günstiger als in Thailand, deutlich günstiger und wirklich genauso gut. Also die waren wirklich, okay, vielleicht nicht ganz so hart irgendwie, mehr so flowy, aber wirklich sehr, sehr gute Massagen. Ja, also die Massagen dort, die haben mich auch mega überrascht, das wusste ich nicht, dass die so gut sind und auch günstig, also es ist ja schon in Thailand ziemlich gut und günstig, ne? Also es ist einfach viel zu krass für das, was du da bekommst, es ist eigentlich das 10-fache am Preis wert, wirklich in Deutschland zahlst du auch das 10-fache und hast teilweise noch nicht mal so gute Leute, ne? Ja. Und ja, also das hat uns total überrascht, dass die wirklich so gut sind und dann noch dazu noch mal ein bisschen günstiger als in Thailand und wir lieben ja Massagen, also das hat uns mega gut, positiv überrascht. Ja, total. Aber was halt echt krass war, als wir angekommen sind, ich glaube, wir hatten halt auch Ultra-Pech, also wir sind angekommen und dann hat es eine Woche fast durchgeregnet und es war kalt. Also ich musste zum Beispiel meinen langen Pulli anziehen plus eine Fleecejacke drüber und habe auf dem Roller immer noch gefroren und eine lange Hose. Also es war richtig frisch und es hat permanent geregnet
Und die Häuser in Bali, also zumindest das, wo wir waren, und ich weiß auch von vielen anderen, dass die so gebaut sind, dass die oben so Löcher haben, wo es so offen ist, damit die Luft zirkuliert. Ja, aber Schimmel, das, ja. Ja, genau. Das Problem ist, die sind halt schlecht isoliert und natürlich kommt die Feuchtigkeit da auch rein. Und es war so nass im Bungalow, dass das Bett, wenn man sich reingelegt hat, war feucht. Ja, leider. Das war ekelhaft, wirklich. Das war feucht und das war, kalt. Das war voll schlimm. Ne? Das war, wir haben uns Wasser schon gekocht auf dem Herd und in die Badewanne gekippt, damit wir wenigstens heiß baden können, weil es war so kalt und alles nass. Wir haben in Klamotten geschlafen, damit wir die Feuchte nicht so sehr spüren. Es waren auch voll viele krank zu der Zeit. Also ja. Man hat alle Schnupfen und Husten gehört. Und also ich meine, U-Boot ist ja eh so auf dem Berg und so. Da ist es ein bisschen kälter auch als außerhalb. Also wir waren dann, wie heißt das, Sayuri Beach? Wir schreiben es euch hier hin. Mir fällt es gerade nicht ein. Wir waren auf jeden Fall so ungefähr eine Stunde entfernt von U-Boot und da war es viel trockener und wärmer auch. Ja. Also U-Boot speziell ist halt besonders so ein feuchtes Loch irgendwie. Ja, aber zu der Zeit eben wirklich jeden Tag hat es geregnet. Wir haben uns einmal sogar Pizza bestellt, weil man konnte gar nicht irgendwo hinfahren, weil es so arg geschüttet hat. Und das Schlimmste halt ist das hier. Ja. Mein MacBook Air hat einen Wasserschaden davon getragen. Und man muss dazu sagen, wir haben sogar diese Entfeuchterbeutel in unserem Packsafe, wo der Laptop immer ist. Aber man nimmt ihn natürlich raus zum Arbeiten und es war so feucht, dass ich einen Wasserschaden habe und beide USB-Anschlüsse kaputt sind. Beide, weil innen ein Wasserschaden ist. Haben wir checken lassen. Teure Angelegenheit, müssen wir mal schauen, was wir damit machen. Ist eine andere Geschichte, aber krass. Also die Luftfeuchtigkeit, die war ja teilweise bei 80-90% und das war rund um die Uhr. Also du konntest... du musstest ja irgendwann die Laptops mal rausnehmen und mit ihnen arbeiten. Also das ist ja auch nichts irgendwie drüber geflossen oder so an Flüssigkeit. Das war einfach die Luftfeuchtigkeit, die das dazu gebracht hat, dass dieser Laptop jetzt... Das ist halt in den Tropen ist ja eigentlich immer so eine hohe Luftfeuchtigkeit, aber irgendwie durch den Regen war es noch heftiger. Also sowas haben wir echt noch nie erlebt. Das war nicht normal. Also ich glaube, es hatte permanent fast 100% oder so. Also es war echt nicht normal. Und Matthias Rasierer ist auch kaputt gegangen. Wir verbunden auch wegen dem Wasser und so weiter. Also echt voll heftig. Von dem her glaube ich, das hat schon so für uns einen schlechten Beigeschmack. Ja, es war vor allem jetzt total stressig für uns, muss man dazu sagen, das reparieren zu lassen, beziehungsweise wir sind immer noch dran. Wir wollten es jetzt hier in Kuala Lumpur reparieren lassen in so einem Ding, wo es Electric Store, wo es halt eigentlich alles gibt. Ja. Und selbst da gab es niemanden, der den Schaden reparieren konnte, weil wir wollten ihn nicht unbedingt bei Mac reparieren, weil bei Mac 400 Euro. Ist sau teuer, genau, 400, 500 Euro und so. Und deswegen dachten wir, vielleicht können wir es da irgendwie unter der Hand machen, aber die konnten das alle nicht. Und wir haben wirklich einen ganzen Tag, glaube ich, damit verbracht, irgendwie da jetzt jemanden zu finden, der uns das machen kann. Und deswegen ist das Ganze so ein bisschen negativ behaftet. Ja, deswegen ist ganz Bali so. Und dann hatten wir unser erstes Erdbeben erlebt, auch noch. Also das war schon actionreich, der Monat. Wir lagen im Bett und ihr wisst ja, vielleicht habt ihr gehört von diesen schweren Erdbeben auf Lombok, was echt super tragisch ist. Und das allererste Erdbeben, was dann eben auch so stark war auf Lombok, das haben wir auf Bali eben gespürt. Wir lagen im Bett, es war morgens um 7, ich bin aufgewacht und dachte mir so nur... Was ist denn hier los? Auf einmal wackelt das ganze Bett. Ich dachte, Matthias ist es erst. Und bis wir gecheckt haben, das war ein Erdbeben. Das erste in unserem Leben. Es war ein ganz stranges Gefühl irgendwie. Ja, und ich werde eh so schnell seekrank. Wirklich, mir ist kurz übel geworden. Ja, dir ist echt kurz übel. Es hat so gewackelt. Aber wirklich, ich wusste das nicht, dass es beim Erdbeben wirklich genau so wackelt. Ja. Naja. Ja. Also es war schon echt Wahnsinn irgendwie, voll viel passiert. Schöne war halt, wir hatten Freunde vor Ort, die in U-Boot gewohnt haben, Sophie und José von Is Happy. Deswegen hatten wir irgendwie, es war voll schön, wieder so Freunde viel zu treffen. Und wir haben auch noch die Sabrina getroffen von der World Safari Family und so. Also und ihre Familie. Also es war voll schön, weil wir viel halt irgendwie Leute treffen konnten. Aber wie gesagt, zum Arbeiten nicht so geil, dann war es sehr feucht. Die Mücken, wir hatten noch nirgends so viel Mücken, vielleicht weil es so feucht war. Aber wir hatten ein Moskitonetz über unserem Bett und wir haben am Abend an diesem Moskitonetz 50 Mücken oder so sitzen gehabt. Du hast mal gezählt, ne? Das war nicht normal. Abnormal, wirklich. Also dadurch, dass es halt so feucht ist und so. Wir waren ja auch wirklich mitten in den Reisfeldern. Also unser Bungalow war ja wirklich mitten im Sumpf. Meinst du, es lag daran? Um uns herum auch Frösche ohne Ende. Ja, ich meine, das ist ja klar, ne? Ja. Also ich weiß sogar, es hat ein bestimmter Frosch immer seine Runde gedreht um eine bestimmte Uhrzeit. Ja? Der ist mal neben dich gesprungen. Genau, ich saß dann da und so, habe gearbeitet und dann flatsch, so neben mir plötzlich so ein Frosch, ich springe auf, so, boah, ich erschrecke mich total, aber der Frosch hat sich genauso erschreckt, der hat sich wahrscheinlich genauso geekelt. Ja, Mensch! Naja, auf jeden Fall ist der dann ins Gebüsch gejumpt, ein Riesensatz, aber wirklich, es waren total viele Frösche, Mücken,
alles eigentlich um uns herum, ja, dadurch, dass es so feucht ist. Ne? Das war so ein bisschen schade und es ist halt einfach so, wo man denkt, so, ja, man möchte es einfach warm haben irgendwie so. Ja, ja, also ich meine, Frösche, ja, mein Gott, ja, das stört mich jetzt im Endeffekt nicht, aber eben, es war so wirklich feucht, ne, das war heftig. Also es war nicht so hundertprozentig zum Wohlfühlen, wir waren halt viel in den schönen Restaurants, wie gesagt, Freunde getroffen und waren auch zweimal oder dreimal am Strand, was sehr, sehr schön war. Muss man auch dazu sagen, Bali hat jetzt nicht diese traumhaften Strände, aber es war trotzdem schön, ne, einfach mal so an Strand. Ich würde auch... Ich fand die Strände schon geil, die waren halt sehr rau und sehr, also für Surf richtig gut. Ja, das stimmt. Und wer auf Natur steht, ist halt geil. Ja, das ist geil. Das ist halt Bali halt auch extrem geil. Wer Natur liebt und ich muss sagen, ich bin Naturliebhaber, da ist sowas alles so wild und irgendwie so mystisch, ja. Mystisch, ja, das war schön. Ja, auch die ganzen Tempel und so und ja, alles irgendwie so geheimnisvoll. Auch die Balinesen mit ihren Mythen und mit ihren Göttern und so, das ist so beeindruckend, so inspirierend und ja, das kannten wir eigentlich auch so nicht. Also in Thailand sind die Tempel ganz anders als in Bali und die Statuen und so, die stehen auf Statuen. Und die Statuen sind richtige Kunstwerke. Also das, ja, ich weiß nicht, haben wir das mal eingefangen? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das ist so beeindruckend, diese Statuen. Und das sind ja die Dämonen auch oft, ne? Dass die halt nicht immer irgendwie so lieb aussehen, sondern das sind wirklich so die Dämonen und krass, also echt krass. Ja, manchmal voll. Auch beängstigend. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, Matthew, Verkehr. Weil du hast gesagt, jetzt Natur und ich hatte auch immer das Bild, Bali sind diese Reisfelder und ganz viel Natur und so. Aber mal ganz ehrlich, Bali hat den schlimmsten Verkehr ever. Ja, also man kann das überhaupt nicht vergleichen mit Inseln in Thailand oder so, wo man so lässig Roller fahren kann. Ist schon heftiger Verkehr. Also sowas haben wir teilweise noch nie erlebt. Wirklich, man hat ewig in die Stadt reingebraucht, in der Stadt. Also der Smog, die Abgase, der Verkehr. Also ich fand Rollerfahren nicht sehr entspannt. Nee, das heftig. Hat also wirklich da nur für Profis eigentlich, die es gewöhnt sind, mit dem Roller zu fahren, weil es ist super, super eng und laut und staubig. Und ich erinnere mich an so eine Situation, wo man durch so ein Waldstück fährt und links und rechts sind so hohe Schluchten. Und da war gerade extrem viel Stau, meistens ist da Stau und wir kamen nicht voran. Und vor uns war so ein Trecker auch, so richtig viel Abgase und in unser Gesicht. Und plötzlich ist es in dem Moment ausnahmsweise mal richtig warm geworden. Ich weiß nicht warum, normal war es da immer sehr kühl gewesen. Kam die Sonne raus und ich habe so zum Schwitzen angefangen plötzlich. Und der Trecker vor mir, Abgase ins Gesicht und alles hupt und überall laut und diese Schluchten links und rechts und so. Und dann habe ich für einen kurzen Moment so richtig Panik bekommen. Ich dachte so richtig so, boah, scheiße, was ist, wenn jetzt Panik ausbricht? Man kommt hier nicht raus wegen diesen Schluchten und so. Und so voll die krasse Situation irgendwie. Und dann erstmal durchatmen und so, mich entspannen. Aber so ist es irgendwie. Es ist einfach brutal voll, ja. Also ganz U-Boot ist wahnsinnig voll und man muss überall so durchschlängeln und so. Also wirklich nur für Profis, die wirklich Rollerfahren beherrschen. Ja, also Wahnsinn. U-Boot und Bali war toll, aber ganz anders doch irgendwie als erwartet. Ich persönlich, oder wir haben auch schon gesprochen, würden schon nochmal hinfahren, aber dann eher wirklich viel angucken und nicht so mit Arbeit, weil wie gesagt, Internet und so war nicht so geil und dann eher wirklich um was anzugucken und die Gillies und so weiter und so fort. Aber es war jetzt trotzdem für uns nicht dieser Sweet Spot, der es für einige halt ist, vor allem für digitale Nomaden. Ist ein Besuch wert, aber wie gesagt, auch darauf einstellen, dass viel Verkehr ist, dass es nicht so super idyllisch überall ist wie auf den Bali-Bildern. Und ja, aber schlemmen kann man wirklich so gut, wie es alle sagen. Also das ist wahrhaftig so. Und wir wollten euch einfach so einen kleinen Einblick geben. So, weil viele haben uns auch gefragt, weil wir eben geschrieben haben in einem Insta-Post, dass es doch ein bisschen anders war als erwartet. Und deswegen hier mal das Update. Vielleicht könnt ihr jetzt besser einschätzen, ob Bali was für euch ist. Und wir haben euch ein bisschen mitgenommen so in unser Bali. Also ich würde auf jeden Fall nochmal hin, aber wirklich mit dem Bewusstsein, jetzt richtig Abenteuer zu machen. Und richtig geil Natur und so. Also auch ohne Technik und so. Sondern wirklich auch Kultur und Natur sich anzugucken. Genau. Also da hätte ich nochmal richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Und dann aber auch irgendwie, sagen wir mal so, für 2 Wochen oder so, nur das zu machen. Gar nichts zu arbeiten. Du brauchst fast länger. 3-4 Wochen eher. Ja, oder so, ja. Ja, da hätte ich auch Bock. Machen wir mal nochmal. Ja, sollten wir. Okay. Ja, cool. Vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, packe ich euch, glaube ich, mal hier drunter einen Button hin. So ist es. Ja, dann vielen Dank und bis bald. Bis bald. Ciao.